mal wieder im Rewe. Ich war schon lange nicht mehr im Rewe. Früher, wo ich früher gewohnt habe, da war ich ja viel im Rewe, weil der war direkt in der Nachbarschaft. Und das war der Rewe Hösch. Der Rewe Hösch. Und da haben wir immer gesagt, wir gehen zum Hösch. Da haben wir nicht gesagt, wir gehen zum Rewe, sondern wir gehen zum Hösch. Und das war der beste Markt, den wir hatten, weil da ist man hingekommen, da ist man persönlich begrüßt worden, habe die Leute gekannt. Ja, das war halt was anderes, und da wenn man die Leute persönlich kennt, ne, da war ich immer froh, dort einzukaufen. Das hat mir immer gefallen. Und da habe ich aber nicht auf die Preise geachtet. Ne? Da waren mir die Preise egal. Aber heutzutage guckt man ja auf die Preise. Und deshalb muss ich heute hier mal schreiben, was das alles kostet. Jetzt gehe ich mal erstmal nur die Runde. Ah, die frische Salate, das habe ich früher auch immer gern gegessen. Mir solche Salate da mitgenommen. Da werde ich mir heute auch einen mitnehmen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie man das hier macht. Ach, da sind da die Behälter. Und da tut man sich das darauf füllen. Der hier oder der hier, den da habe ich jetzt Lust drauf, den würde ich gern. Schließt automatisch. Ich muss jetzt nur schauen, wie es mit den Preisen hier stehen. Keine Preise dran. Das ist wohl hier Einheitspreis, egal welchen das man nimmt. Da müssen wir schauen. Deckel brauche ich auch dazu. Hoch. So, jetzt will ich den hier und den ist davon. Dann will ich noch ein bisschen Tomaten dazu. Ich nehme mal an, na, jetzt läuft hier die Scheibe ein. Ein bisschen Gurken dazu noch. Da nehmen wir da noch ein bisschen was, dass das hier so, jetzt habe ich mir einen schönen Salat zusammengestellt für mich mal. So, ja, das schließt automatisch. Ah, da muss man das so wieder reinlegen. Kontrollwaage, ja. Das sind jetzt 280, 290 Gramm. 290 Gramm, ach, da steht es. 100 Gramm ins 20. Jetzt habe ich gehabt 290 Gramm, also wenn man 3 teurer oder was. 3 teurer oder was. Was das jetzt kostet hier. Aber das muss jetzt sein. Weil erstens mal habe ich ein kleines bisschen Hunger. Und zweitens mal habe ich da jetzt einfach Lust drauf. Griller. Ja, heute sieht es nicht nach Grillwetter aus, ne? Aber trotzdem schöne Sachen, die es da gibt. Sperrrips, ah, da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Sperrrips, 9 Euro, 600 Gramm, da hätte ich jetzt Lust drauf. Das wäre es jetzt. Ach so, ja, Kartoffeln wollte ich ja mitnehmen.
Welche Kartoffeln nimmt man da? Zweieinhalb Kilo. Kostet das Kilo 72 Cent. Jetzt ist es natürlich so, dass ich in Polen meine Billigkartoffeln an der Tankstelle habe. Aber da fahre ich ja heute nicht hin. Brauchen wir Tomaten. Brauchen wir nicht. Ich will aber trotzdem mal schauen. 500 Gramm. 1,99. So, dann schauen wir mal weiter. Oh, die sind auch schön hier. Und Auberginen. Brauchen wir Auberginen? 1,19. 1,19. Ja, schauen wir mal kurz einen Überblick drüber. Es ist ein schöner großer Laden hier. Gibt es alles Mögliche. Die Sprotten, die sehen auch schön aus hier. 2,59. Krabben für 4 Euro. Das Kilo 33 Euro, das Kilo Krabben. 4 Euro so eine Dose. Das würde mir jetzt schon interessieren, die nehme ich jetzt mal mit. So rein spaßeshalber, da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf, die jetzt mitzunehmen. Ja, da sind Nudeln. Nudeln gibt es auch jede Menge. Aber die üblichen Preise. Das dürften die billigsten Spaghetti sein, da 1,29. Nehmen wir mal an. Siehst du, ich habe ja gerade im Vergleich, Kaufland kosten die 1,69, also 1,29. Hier im Rewe habe ich schon was gefunden, was im Rewe billiger ist als im die Spätzle. Spätzle. 1,39, guck an. Spätzle. Aber habe ich noch zu Hause, nehme ich heute nicht mit. Aber 1,39 siehst du, und hier habe ich auch, die sind auch im Kaufland teurer, die Spätzle. Spüli. Spee, wer kennt es noch? Spee. Spee. 3,95er Spee. Ja, da gibt es natürlich Zucker, Mehl. Mehl gibt es auch. Kein Mangel. Ja, hier gibt es jetzt andere Sachen. Kaffee. Kaffee, wo ist denn mein Kaffee? Den ich immer gern habe. Hier haben wir Melitta Kaffee, Auslese, Harmonie. Wie viel ist da drin? Na gut, steht jetzt nicht. 500 Gramm. 6,49, 500 Gramm. Das ist jetzt aber Kaffee des Jahres.
ich habe lieber die da Auslese klassisch, aber die Preise sind hier alle gleich. Aber die sind hier teuer, also muss ich noch schauen. Da müsste es noch einen billigeren Kaffee geben, weil wir wollen ja im Preisvergleich objektiv sein, und dann nehmen wir natürlich immer den Preis, der, also der billigste, das ist anscheinend der Jahr hier. Kräftiger Röstkaffee für einen 4,39, schreibt man den auf. Ja, und 4,39, auch im Kaufland gibt es einen billigsten für 4,39. Mopro-Waren, Käse, da gibt es eine schöne Käse. Oh, ja. Sieht alles sehr ansprechend aus. Ich gehe jetzt nur mal kurz die Runde, weil sonst, Hüttenkäse, weil sonst wird der Video zu lang. Einkaufen tue ich dann, nachdem ich die Runde gemacht habe. Butter, Dings, sächsische Butter. Ja, das ist also, sieht so aus, als ob der Markt noch nicht sehr alt ist. Der war erst neu gebaut. Sieht alles noch so richtig schön neu aus. Oben, wenn man an die Decke schaut, das ist auch alles schön neu. Aber hier gucken wir mal noch. Schnussetti. Nussjoghurt, ja, ins 89, da ist es Nuss billiger wie das da. Obwohl man immer sagt, ja, ist das billige. Aber guck, der hat ins 69 und der andere hat ins 89. Tja, und jetzt habe ich gerade gehört, dass die Batterie von der Kamera schon wieder schwächelt, dass sie laden muss. Deshalb beende ich das Video jetzt hier erstmal, obwohl ich eigentlich noch gar nicht fertig bin. Hier gibt es so viele schöne Sachen. Eis, Getränke. Ja, jetzt wird das Video gleich zu Ende sein, weil die Batterie schwächelt. Also verabschiede mich mal. Ihr werdet noch ein detailliertes Preisvideo über der Rewe sehen. Das mache ich wie üblich zu Hause dann, wo ich die ganzen Preise vorstelle. Also dann seht euch das Video an und tschüss.